Perfekt erwischt. So. Hallo, grüßt euch. Ja, wir fahren jetzt die Rohre hoch, ne? Dann gucken, ob das alles oben so geklappt hat, wie ich mir das eigentlich gedacht habe, dass es sein sollte. Und ich hoffe, es ruckelt nicht so schlimm. Halt! Man sieht, ich habe neu geladen. Was war das denn jetzt? Was denn? Wieso fährt die neben der Gleise? Was denn jetzt wieder für ein Trick? Habe ich auch noch nicht gehabt. Nichts an der Kurve, weil die zu eng ist. Für ach, eigentlich nicht, ne? Da stimmt irgendwas nicht. Guckt euch das an. Da ist doch wieder irgendwas im Safe Game falsch. Muss ich ganz von vorne wieder. Oder? Das kann es doch gar nicht sein. Es kann es doch gar nicht sein. Überhaupt nicht. Was ist das jetzt wieder für ein Blödsinn? Ja, die drehen sich gleich gerade. Sag ich doch. Mir immer noch nicht. Das stimmt doch. Irgendwas ist doch da wieder kaputt. Dann so bleiben, das ist auch gut. Nein. Genau derselbe Effekt, den wir oben hatten, ne? Genau dasselbe. Kommt mir so bekannt vor. Hallo? Ich fahre mal hier rüber, dann kann ich schneller eingreifen. Gut, dass wir da unten noch das eine Safe Game extra abgespeichert haben. Jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Als wenn nichts ist, ne? Also es war jetzt nicht meine Schuld, also dann kann er sagen, oh, das ist Mist gebaut. Wir sind hier, wie oft sind wir hier lang gefahren? Will jetzt auch nicht nochmal neu laden zum Testen. Jetzt fahren wir. Der Druckeln ist auch weg. Seht ihr? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fahren wir jetzt. So, was da. Dann können wir auch wieder in die normale Ansicht gehen. Ich mag ja dieses Drehen nicht. Im Grunde genommen. Oder sind wir das letzte Mal, wo wir hier rausgefahren sind, verkehrt gefahren? Nee, eigentlich nicht. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Guck, jetzt muss ich auch schon wieder viel kräftiger ziehen, ne? Und seltsam. Oh, diese Maus. Legst die Maus hin und der Kabel ist, weiß ich nicht, der Kabel ist ein bisschen steif, finde ich. Der zieht die Maus dann sofort in eine Richtung, wenn er irgendwo hängen bleibt. Dann bewegt sich das. Und wer darf? Na egal. Genießen wir den Rest der Fahrt. Hier vorne müssen wir nochmal bremsen. Werden wir das andere Gleis nehmen. Dann müssen wir dahinter nochmal bremsen. Und oben am Berg muss ich wahrscheinlich auch anhalten. Na, ihr werdet schon sehen. Welche Ansicht nehmen wir? Diese hier von außen? Oder? Und wir so. Oder so. Könnte man auch machen, ne? Dann mal überlegen, bin ich hier schon mal durchgefahren? Durch diesem Stück? Nee, gar nicht. Ich glaube nicht. Oh, ich muss bremsen. Das ist die Weiche. Jetzt aber schnell. Habe ich Glück gehabt. Habe ich richtig viel Glück gehabt. Sieht man nämlich ganz schlecht hier. Also. Ja.
Okay. Haben wir erstmal eine schöne Fahrt vor uns. Ja, im Schnee sah es noch schöner aus. Vielleicht mag er ja dieses ganz langsame durch den Kurvenfahren nicht. Ah, das. Wieder. Das gibt mir wieder Rätsel auf, ehrlich. Warum passiert so was? Wie oft sind wir jetzt da durchgefahren, ohne dass was passiert ist? Und jetzt auf einmal? Und warum entgleist die Lok? Wenn die Wagen rausspringen, ja. Ja gut, denken wir nicht großartig drüber nach. Nehmen wir so hin als. Als Lerneffekt 9. Bisschen schneller können wir machen. Und hier habe ich auch wieder dieses eng an den Bäumen vorbei und. Ne? So wie ich es eigentlich mag. Komm, wir stellen uns hier hin. Mal hier raus. Seht ein bisschen von der Strecke. Vielleicht baue ich das auch noch mal um, dass wir da hinten eine kurze, noch zusätzlich eine kurze Strecke machen. Ja, hier geht es auch mal so ein bisschen bergauf und bergab. Habe ich extra so gelassen. Ich gesagt, sollst du das machen? Sollst du das nicht machen? Ja, habe ich gesagt, komm mal, lass es. Lass es einfach. Ja, das, was ich so quasi an der ganzen Sache mag, dass es nicht so perfekt gerade ist. Nicht so bundesbahnmäßig. Auch schon kämpfen, ne? Und wieder langsamer geworden. Na gut, nachher den Berg hoch müssen wir sowieso Gas geben. Da muss ich mal schauen, wie ich am besten hochkomme. Haben wir ja noch keine Erfahrungswerte. Mit den Kurven habe ich mir so viel Mühe gegeben. Ganz langsam angefangen. 1%, 3%, 5%, 10% und dann auf die. Und wieder am Ende auch wieder langsam auslaufen lassen. Damit ich da keine Knicke reinkriege. Diese berühmten, wo immer so ein kleiner Gegenbogen ist. Es hat aber anscheinend geklappt, ne? Seht ihr. Und dann schnurgerade. Mal so gebaut, wie ich jetzt achte, dass es gut ist und hat auch geklappt anscheinend. Ja, dieses Zittern, das nervt noch. War nicht so schlimm vorher. Meiner Meinung nach. Das ein bisschen wackelt, ja, ist okay, aber dieses
extreme Zittern. Ja, würde ich doch sagen, dann fahren wir einmal Raffinerie. Einfach nur zum Gucken, ob. Würde mich gerne interessieren, ob da quasi beide. Ich habe da zwei Ladestellen für Fässer. Oh, da müssen wir auch Wagen für haben, ne? Da müssen wir die Wagen haben, die wir jetzt für Scheitholz haben. Muss ich auch noch neue Wagen kaufen. Oh yeah! Auch noch neue Wagen kaufen, na toll. Tankwagen brauchen wir. Jetzt weiß ich nicht, soll ich gleich 8 Stück kaufen? Und dann 88 Liter. Könnte man auch machen, ne? Also von der Strecke her, also die richtig toll. Hier das Stück, das ist nicht so gut gelungen. Vielleicht hätte man auch gleich von Anfang an ein bisschen quasi ausgeglichener, etwas gerader. Ja, da habe ich auch noch nicht so. Habe ich frei nach Schnauze gebaut. Haben wir dann überlegt, nee, das ist scheiße, das sieht doch doof aus, das ist alles krumm und schief. So, und hier müsste jetzt irgendwo die Lücke sein. Jetzt geht's gleich, geht's bergauf. Oder ist es hier noch nicht? Ja, doch, da. Nee, hier ist es noch. Noch ein Stückchen. Müssen wir nochmal einmal um die Ecke da, glaube ich. Mich mal in den Holzstapel rein, so kann man da auch besser rüber gucken. Da hinten ist irgendwo die Lücke. Quasi das Ende da. Seht ihr, da ist zwischen den beiden. Darf ich nichts Falsches sagen? Ist es hier? Könnte sein, da hinten. Das muss ja genau von dieser Kurve aus. Habe ich nämlich irgendwas gesehen gehabt, Qualm oder so, und dann denke ich, geh doch mal gucken. Dann stand ich direkt an dem, oder ich habe mehr gesagt, auf die Karte geguckt. Heißt, wenn man, da fängt es jetzt gleich an, bergig, ja genau, hier geht es nachher bergauf. So, und da zwischen, glaube ich, da irgendwo, geht es genau dahin zum Heizkraftwerk, nein, wie heißt es? Nein, seht ihr, da. Zum Eisenwerk, genau da zwischendurch. Jetzt sind wir um eine Kurve. So, nun geht's bergauf. Moment. Muss ich den nehmen, um zu gucken. Selbstverständlich müssen wir jetzt Gas geben. Frag mich nicht, wie steil. 1%, 2%, ich glaube 1% hatte ich hier. Ne, da müssen mehr sein.
einmal so eine große Kurve fahren, als wir da hochkommen. Und da oben sind wir eigentlich schon, ne? Ja, genau. Da müssten wir dann rein theoretisch nach rechts abbiegen. Machen wir einmal außen rum. Dann habe ich so ein, ja, Stellgleis. Ich zeige euch das alles. Ich meine, wer es gesehen hat, wird es wahrscheinlich schon gesehen haben. Wer die ganzen Folgen jetzt beobachtet hat. Aber jetzt durch den kleinen Unfall haben wir natürlich schon wieder 20 Minuten, ne? Auf dem Tiger. Jetzt alles richtig ist, dürfte ich die Weiche sogar wieder richtig gelegt haben. Das mache ich nämlich normalerweise. Weil hier ist es blöd, stehen zu bleiben. Werde ich auch machen, wenn ich mit einem längeren Zug mal hier hoch muss. Dass ich dann einfach im Berg anhalte, zurückgehe eben und hier die Weichen gerade in der Richtung lege. Wie so ein kleines Dreieck, was ich hier gebaut habe. Sind doch viel enger hier. Hätte ich nicht sagen sollen, ne? Hätte ich nicht sagen sollen, die Kurven sind ja viel enger und schon fliegen die Wagen raus. Ich glaube, das sind die Kurven, der Mackie M-Kurven nicht. Nee, 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 nee. Ihr bleibt mal schön hier. Ich glaube, der Mackie M-Kurven nicht. Das heißt, Grunde genommen, kann ich hier alles umbauen. Weiche muss viel weiter nach hinten. Passt gerade durch. Oh, die Lok haut einfach ab. Ne, kann ja nicht abhauen, der Wagen ist ja daneben. Sogar richtig. Das leistet er sich auf, wenn wir jetzt über die Weiche fahren? Ich glaube zwar nicht. Aber so haben wir die Wagen aufgegleist. An jeder Weiche. Angehangen und gezogen. Und an der Weiche ist sie dann, sind sie quasi wieder ins Gleis gesprungen. So wie hier. Nein, er macht das nicht. Dann komme ich da hinten um die Kurve auch nicht rum. Wir müssen alles umdenken, auch da oben am Kohlendings. Nicht abladen. Toll, danke. Ne? Also, ich sag mal so, es liegt garantiert an den engen Kurven. Die sind zu eng. Die sind zu eng. Auch da oben. Die Kurve ist zu eng. Was kann ich da machen?
hab die so eng gemacht, dass sie passen. Ah, der steht schön daneben, ne? Wieder hingestellt. Muss aufpassen, nicht wieder anklicken, wenn der anfängt abzuladen. Ja, ist mal klar. Bei einer Kurve geht das nicht. Na, ist egal, dann lad halt ab, ist mir auch scheißegal jetzt. Auf ist er immer noch nicht richtig. An einer anderen Stelle hingehen. Hier ist doof zum Aufgleisen. Nein, falsches Gleis. So. Könnte daran liegen, dass die Kurven zu eng sind. Nein, es könnte nicht daran liegen, es wird wahrscheinlich daran liegen. Weiß ich, muss hier alles umbauen. Pum, 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 pum. Ja, wunderbar. Da ist aber los ist. Huch. Hier oben alles umbauen. Die Kurve da hinten passt dann genauso wenig. Das ist jetzt die Frage. Wie machen wir es jetzt? Ja, wie machen wir es jetzt? Ich könnte noch mal versuchen. Aber wenn wir da oben schon nicht mehr durch die Kurve kommen, oh Gott, was machen wir dann? Die wollten irgendwas machen, dass das geht. Das weiß ich. Ein Update war auch die ganze Zeit nicht. Jetzt ein Witz, oder? Oh, Kinder. So schnell waren wir doch jetzt gar nicht, also das kann doch gar nicht sein. Den kriegst du hier eine. Krieg ich denn hier nicht drauf? Ne, den krieg ich hier gar nicht. Werde ich nicht richtig vernünftig drauf kriegen. Ach ja. Oh, noch ein paar Versuche. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Versuche. So. Ja. Oder so, ne? Na komm, schmeiß ich hin. Du musst erstmal liegen. Darf sich nicht drehen. Er haut wieder ab, ja. Er haut wieder ab. Müssen wir da hinten aufgleisen? Ma. Echt jetzt?
aber das geht, ne? Hier Vollgas durchfahren. Das funktioniert. Ich bin doch jetzt auch nicht, wer weiß, wieder angestoßen. Man sagen könnte, es war zu feste. So feste war es gar nicht. Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein. Es ist mir ein Rätsel. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt im Moment. Oder Safe Game ist im Arsch. Das heißt, wir haben ja noch eins. In petto. So ist es ja nicht. Ja, aber alles, das nutzt uns dann alles nichts, wenn wir hier nicht rumkommen und alles machen können. Das nutzt uns alles nichts. Oh, ich muss wieder in die Lok. Ich muss bremsen. Wenn wir hinten sind. Fallen mir die Wagen raus. Na, die Kurve ist definitiv zu eng. So oder so. Ob ich will oder nicht. Wir werden hier nicht rumkommen mit dem Wagen. Und noch längeren Zug kann ich auch nicht. Vorsichtig davor gerollt. Echt? Okay, hat geklappt. Los. Oh Gott, wie viel Gas muss ich denn noch geben? Jetzt bewege ich dich doch endlich.
Und der Rest geht da ohne Schwierigkeiten durch. Also diese Kurve ist so eng. Die müssen wir anders machen. Das können wir nicht so lassen. Da werden wir immer Schwierigkeiten mit haben. Jetzt fragt sich nur. Ein bisschen noch Kohle drauf lassen. Jetzt fragt sich nur, schaffen wir diese Kurve? Da haben wir dasselbe Problem. Was ist denn, wenn wir mit Mehrwagen fahren? Oder hier voll laden? Und dann um die Ecke müssen. Die habe ich jetzt genauso gebaut, dass sie einmal rumpasst. Obwohl da auch wieder, seht ihr diesen Knick? Der sich immer irgendwie bildet. Also die Kurve ist jetzt ganz genauso eng wie drüben die am ja, ihr wisst, was ich meine. Aber hier scheint es zu gehen. Sehr seltsam alles. So, jetzt hatte ich das so gedacht. Waren hier hin. Eins, zwei, drei, vier. Bremse drauf. Warte mal. Der muss stecken bleiben. Waren jetzt immer mit vier Wagen da rum. Zum Abladen und die vier Wagen dann auf der Seite stellen. Dann können wir alles hier sammeln in dem. So, hier ist richtig, da hinten ist jetzt falsch, das ist egal, das muss aber trotzdem passen. So. Bin ich mal gespannt. Ja, so wie es aussieht, werden wir nicht mehr wie 8 Wagen fahren können, ne? Ja, und schon sind wir wieder bei. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und schon sind wir wieder bei 40 Minuten. Ist egal. Wir laden jetzt die Wagen noch zusammen ab. Gucken, ob das funktioniert. Dann mache ich nicht noch extra noch. Dann nächste Folge. Werde ich wahrscheinlich umbauen. Muss ich bloß gucken, wie weit ich die Wagen auch zurückgeschoben kriege, ob das dann auf vier Wagen passen oder ob ich immer nur zwei abladen kann. So wie das aussieht, sieht nämlich schlecht aus. Dann kannst du nämlich hier richtig rumeiern. Ja, die ersten Wagen. Ja, genau. Aber ich kriege jetzt hier keine zwei Wagen weiter zurück. Mal gucken. Gucken, wie weit ich reinkomme.
Mal ein bisschen mit Gefühl. Ich schätze aber, ich bleibe da hinten hängen. Hier können wir mit 4 hinkommen. Aber hier komme ich mit 4 nicht hin. 3. 3 kriege ich mit einmal sogar abgeladen. Ich glaube, wir sind angestoßen, ne? Wir sind angestoßen. Gucken. Ja, der nimmt die 3. Ist ganz schön verzwickt gebaut hier oben, Freunde. Es gibt Leute, die haben quasi hier so auf die Ecke entlang gebaut, so immer so und dann so ein bisschen, ne, so rum und dann so schräg rüber. Können dann immer nur einen Wagen, aber dann mit dem ganzen Zug. Ich weiß nicht, ob sich das rentiert. Ne, einmal so die Schräge hier, so dass man immer einen Wagen abladen kann. Hast du die Rangierarbeiten nicht, aber ich glaube, das macht mehr Arbeit, als wenn du hier einmal hin und her fährst. Jetzt stellen wir die hier hin, lassen die hier stehen, nehmen die. Und fahren mit denen, mit den anderen rein. Abfahren von hier aus können wir ohne Probleme. Ich muss sie weich woanders hinsetzen. Die Kurve ist zu stark. Das werden wir nicht hinkriegen. Da werden wir immer Probleme haben. So oder so. Dann bauen wir nächste Runde bauen wir um. Machen wir. Noch falsche Seite los. Oh, hier ist nichts drin, ne? Ah, oh, weg. Warte, ich habe die Angst, dass wir wieder so ein Problem haben wie damals oben an der Kohlenmine. Ich habe es ja dann irgendwann noch nicht mal mehr geschafft, mit 8 Wagen da loszufahren. Das war ja das Problem. Da ging ja gar nichts mehr. Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass wir jetzt wieder halt dieses Phänomen haben. Das war die falsche Weiche. Ah, nee, Kinders. Manchmal ist man nicht entspannt. Also, Jürgen, du bist nicht entspannt. Die müssen wir doch haben. Da müssen wir dran. Nicht hier rein. Hier rein kommen wir später. Komm, wir können das. Kannst du nur mit der Tür klappern, mit dem Fenster.
eins aus. Ja. War gut gedacht hier mit dem Ganzen, aber leider wird es nicht so funktionieren. So leid es mir tut. Jürgen, das wird nicht gehen. So, und jetzt fahren wir noch an. Ärgerlich. Es ist ärgerlich, ja. Es ist absolut ärgerlich. Ja. Gebe ich zu. Weil ich muss eh so fahren. Ich muss das bisschen sehen können. Vorwärts. Bremse los. Die Richtung. Jetzt mache ich das anders. Ich schiebe den Zug jetzt ganz rein. Lade drei Wagen ab, ziehe ein bisschen vor und dann den vierten. Das sollte eigentlich funktionieren. Wenn wir nicht so schnell fahren. Mensch, wir sind da mit 16 leeren Wagen rumgefahren. Es hat nie Probleme gegeben und es gab doch kein Update. Beim letzten paar Folgen sind wir doch da hingefahren. Wisst ihr, wo ich Angst habe? Dass das überhaupt nicht mehr passt? Eisenerzmine. Jetzt fängt mein Nachbar an zu funkeln. Ich glaube, ich werde bekloppt. Und stopp. So, das heißt, ich muss ganz schnell die Aufnahme beenden, weil sonst ist gleich hier alles zappenduster. So. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein paar Rohre. Das heißt aber auch mit den schweren Ölwagen werden wir nie da um die Ecke kommen. Ja, ich muss da hinten umbauen. Wann ich das mache, weiß ich nicht. Ich versuche so schnell wie möglich. Aber jetzt muss ich erstmal Feierabend machen. Bevor der mir wieder alles hier den kompletten Scheiß ausschaltet. So, die schmeißen wir noch runter. So. 57 von 100 schreibe ich mir auf. Ja gut, dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen bis hierhin und dann kümmern wir uns jetzt um die Kurve da. Und dann sehen wir mal. Okay, bis dahin, ich wünsche euch was. Ja. Müssen uns was einfallen lassen. Und da hinten müssen wir auch noch mal testen, ob das akut ist oder ob das jetzt nur Zufall war. Was ich nicht glaube. Weil nämlich hier vorne sind die auch rausgeflogen. Was ist mit dem 16er Zug? Wenn ich da um die Kurve mit dem 16er. Müssen wir alles ausprobieren. Was ist das nächste Mal ein langer Zug? Was brauche ich denn? Bretter? Können wir 48 mitnehmen? Und Öl. Mal dann holen wir uns Bretter, holen wir uns Öl. Ölwagen. 8 Stück.
Machen wir Bretter voll. Dann fahren wir hier mit 16 Wagen hoch und testen dann die neue Strecke. Die Weiche muss dann noch 100 Meter weiter runter. Wird nicht anders gehen. Werde ich nicht anders hinkommen. Na gut. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen und ja. Schauen wir mal, was passiert, ne? Bye bye. Macht es gut. Tschö.